Herzlich willkommen aus Wildau. Hier ist wieder Jürgen von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Neben mir steht der Alex. Hi Alex. Alex ist einer der Gründer, du kannst uns nachher noch mal ein bisschen genauer erklären, und Ideenfinder und Kopf hinter ME Energy. Ihr baut Ladestationen Beyond the Grid. Kannst du uns mal versuchen, in 30 Sekunden, das ist die übliche Challenge bei uns, zu erklären, was ist die Idee hinter euren Schnellladestationen? Also die Idee dahinter ist, Stromnetz unabhängig schnell zu laden. Und das ist ein bisschen was Besonderes, denn in Deutschland haben wir gerade, oder überall haben wir das Problem, dass das Stromnetz die Kapazitäten eben nicht zur Verfügung stellen kann, um Autos in 10 Minuten 200 Kilometer aufzuladen. Und genau das machen wir möglich, indem wir den Strom CO2-neutral in der Ladesäule selbst erzeugen. Alles klar. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum. Wir gehen uns jetzt draußen die Ladestation angucken, checken das mal aus, probieren das aus, und anschließend treffen wir uns wieder hier. Und du erzählst uns ein bisschen was, wo ihr im Moment gerade steht. Sehr gern. Dann gehen wir los. Wir sind angekommen an eurer Ladestation. Und zeig uns mal, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, gar kein Problem. Es funktioniert wie jede andere Ladestation auch. Man authentifiziert sich, man nimmt den Stecker, steckt den ins Fahrzeug. Man hört es auch schon. Es rumpelt schon. Genau, es rumpelt ein wenig. Aber es ist ein wenig kalt, deswegen dauert es auch ein bisschen länger als sonst. Okay. Aber das ist kein Problem. Genau, man hört jetzt eben einfach, die Stromerzeugung ist gestartet. Mhm. Und jetzt beginnt dann der Vorladeprozess. Also wie bei jeder anderen Ladesäule auch, habe ich einfach hier eine Überprüfung der Isolation. Okay. Das heißt, man einigt sich auch eben auf eine gewisse Spannung bei den Fahrzeugen, die wird abgeglichen. Also das ist das übliche Protokoll, was stattfindet? Genau, das CCS-Ladeprotokoll, ja, okay, ist auch normiert, aber jedes Auto ist ja auch mal ein bisschen anders, hat auch einfach andere Zeiten, in denen es funktioniert oder nicht. Also beziehungsweise Zeiträume, in denen halt irgendwie dieser Abgleichungsprozess dann, ja, eben stattfindet. Ja. Und wenn der abgeschlossen ist, dann beginnt auch schon die Ladung. Okay. Je nach Akkustand, ich weiß jetzt nicht, wie voll der ist, aber kriegen wir jetzt hier auch immer, also Maximalleistung, die wir jetzt gerade haben, kriegen wir hier. Und es läuft. Genau, 52% Ladestand. Die Authentifizierung ist auf jeden Fall schon abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir sollten jetzt hier auch wahrscheinlich die 50 kW noch hinbekommen, auf jeden Fall. Und ihr hört es und es dampft. Das ist das Wasser, was rauskommt, ja, jetzt durch den, ja, ganzen, ja, im Winter ist natürlich immer Kondenswasser drin. Oh, es ist furchtbar kalt. Es ist wirklich kalt, aber es läuft. Es läuft. Ist auch, war für uns jetzt auch einfach so ein, also immer jetzt ist für uns gut, dass es so kalt ist, dass wir einfach auch testen unter, ja, den Temperaturen. Ich wollte nämlich gerade fragen, bis zu welcher Temperatur habt ihr es denn eigentlich testen können bisher? Bisher -5, das war, okay, letztes Jahr, ja, oder Anfang diesen Jahres, weiß ich gar, ja, nicht mehr, Pi mal Daumen, aber wir, ja, hoffen natürlich einfach auch, wir hoffen eigentlich auf einen knackig kalten Winter. Ich nicht. Dass wir hier, ja genau, und jetzt startet der Ladevorgang. Das, also jetzt können wir hier auch sehen, momentane, genau, Leistung, jetzt fährt er die Leistung langsam hoch. Genau. Und ja, und dann. Und wir können uns hierbei unterhalten. Das, ja, ist, man hört das Ding, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sich anschreien muss. Nein, es ist auch, also das war jetzt, wie gesagt, das ist der erste, es war der erste Pilot, der nächste ist schon 3 dB leiser und okay, wir sind dann einfach jetzt sukzessive, wir lernen auch einfach dazu, ja, was das ganze Thema, klar, angeht, und wird auch immer besser. Ich glaube, wie war das im Physikunterricht? 6 dB ist ungefähr eine Halbierung der Lautstärke. Ne? Kommt auf so die Skala an, ab und zu auf 3. Ja, genau. Okay, ne? Dann ist ja 3 dB schon eine ganz schöne Menge. Genau, ist ein gefühlte, also im dBA, 3 dB ist eine gefühlte, ja, Halbierung, also minus 3 dB eine gefühlte Halbierung des Geräusches. Es kommt natürlich aber auch auf den Frequenzbereich an. dBA ist eben die Skala, die auch für das menschliche Gehör dann eben die Lautstärken ist. Okay, cool. Also wir sind jetzt bei 30 kW Ladeleistung, das ist schon mal ziemlich ordentlich. Genau, mal schauen, steigt wie hoch er geht. Steigt weiter an. Wahnsinn. Genau. Und der brennt jetzt hier Ethanol. Der, genau. Die ersten Piloten sind alle noch mit Ethanol. Und drin ist eben gerade schon die nächsten Teststände sind alle schon mit Methanol, mit dem wir eben auch in Serie gehen. Okay. Ihr habt ja jetzt in der Ladestation einen Ottomotor drin. Ist denn eventuell geplant, aus Effizienzgründen vielleicht mal in Richtung Dieselmotor zu gehen? Es ist so, dass wir definitiv noch daran arbeiten, okay, für andere Aggregatsformen zu haben. Es ist so, dass wir einfach gestartet sind mit dem, haben da eben auch sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, weil ja nicht einfach ein herkömmlicher Motor genommen, ja, werden konnte, sondern da musste eben schon viel dran gemacht werden. Einspritzsysteme, Brennräume und so weiter und so fort. Und da ist jetzt einfach so, dass wir uns da sukzessive weiterentwickeln und natürlich auch andere Brennverfahren für die Zukunft andenken.
beziehungsweise auch schon drin entwickeln. Und ja, das machen wir eben aber auch nicht alleine, sondern in Kooperation mit Hochschulen. Klasse. Wir sind jetzt bei 51 kW Ladeleistung und Alex, ich würde sagen, es ist doch kalt. Wir gehen jetzt rein und unterhalten uns noch ein bisschen weiter. Machen wir gerne. Alles klar. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt für eure Ladestation, die wir jetzt gerade draußen gesehen haben, für diese Idee der Ladestation, die nicht irgendwie am dicken Kabel hängt, Innovationspreis gekommen. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was jetzt sozusagen der Ausschlag war für euch, oder euch diesen Innovationspreis geben zu können? Also es ist natürlich ein Thema, was gerade in die Zeit passt. Also ihr dokumentiert ja schon lange, aber gerade Elektromobilität ist gerade ein exponentielles Wachstum, was gerade richtig ansetzt und einsetzt. Und in diesen Zeitgeist passt natürlich auch schnell Laden oder das Bereitstellen von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Und da spielen wir eben eine maßgebliche Rolle, weil wir durch einen neuen Ansatz eben ermöglichen, auch Regionen zu elektrifizieren, die bisher eben nicht die Chance dazu hatten. Und das eben gerade in ländlichen Regionen, daher passt es einfach, also in den Zeitgeist, aber auch in so ein Land wie Berlin, Brandenburg, dass man dort eben auch gleichwertige Lebensverhältnisse und gleichwertige Chancen für Elektromobilität gestaltet. Wie reagieren denn eigentlich so eingefleischte Elektromobilisten, wenn sie hören, sie laden an einem generatorgestützten Ladestation? Also natürlich sind Reaktionen unterschiedlich, aber man muss schon festhalten, dass gerade wenn es um Schnellladung geht, dass viele den Bedarf sehen und gleichzeitig auch die Notwendigkeit, irgendwie unabhängig vom Stromnetz zu laden. Wir vergleichen das auch immer gerne so mit einem Telefon. Also ich meine, früher gab es halt immer nur festnetzgestützte Telefone und irgendwann kam jemand auf die Idee, dass man das auch mit Mobilfunk machen kann. Und dadurch gab es eine ganz neue Freiheit, eine Unabhängigkeit, die sich eben dadurch ergeben hat, dass man nicht mehr am Kabel hängt. Und so ähnlich ist es eben auch mit unseren Ladestationen, dass wir zum ersten Mal ermöglichen, wirklich dort, wo man sie braucht, bedarfsgerecht das zu tun. Und dieses Problem kennen wiederum alle Elektromobilisten. Das stimmt, da sprichst du ein wahres Wort sehr gelassen aus. Ich finde dieses in Anführungszeichen Spielzeug, was hier bei euch auf dem Tisch steht, absolut klasse. Wenn ich bei euch anrufe zum Beispiel und sage, ich brauche eine ME Energy Schnellladestation da und dort, wie schnell wollt ihr mal liefern können? Also die Idee ist, in 100 Stunden nach Bestelleingang die Station auch laufen zu haben, also die erste Ladung nach den 100 Stunden. Und sofern die Station auf Lager ist, ist es überhaupt kein Problem, denn die wird einfach, wie man es hier sieht, auf einen LKW geladen, dann transportiert zum Zielort, dort abgeladen und dann geht es auch schon los. Vielleicht sollten wir das nochmal klarstellen. Alex hat eben nicht was von 100 Tagen gesagt oder 100 Wochen, so wie wir das neulich hier hatten bei der Ladestation vom Josef, der 2 Jahre lang auf seine Ladestation gewartet hat, 2 Jahre lang, um eine Laternenladestation in Betrieb zu nehmen. Das heißt, angeschraubt ist, sie läuft aber noch nicht. Ihr wollt es in 100 Stunden schaffen. Wie schafft man das in einem Land wie Deutschland, in dem alles, wenn man nicht gerade Elon Musk heißt und eine Gigafactory baut, alles irgendwie gefühlt ewig dauert, sowas zu realisieren? Ja, wir sind einfach nicht am Stromnetz. Dadurch fallen sehr viel Planungs-, Bauarbeiten und Genehmigungsprozesse einfach weg. Denn wir greifen nicht auf diese kritische Infrastruktur des Landes zurück, sondern wir sind komplett unabhängig davon. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir eine mobile Einrichtung haben. Das heißt, man hat eben nicht diese langen Aufstellzeiten oder eben auch muss sich vor Ort mit anderen Themen rumschlagen, wie dass man das Stadtbild verändert oder dass man halt irgendwie in öffentlichen Bereich wirklich Einfluss nimmt, sondern man kann einfach dort einen Parkplatz ausweisen und dann dort unseren Container absetzen, der ein bisschen schöner ist natürlich, und dann dort vor Ort laden. Das Ganze ist eben so einfach und auch so einfach designt, denn unser Anspruch ist es, nicht nur Elektromobilität einfach zu machen, sondern eben auch das Betreiben oder das Laden einfach zu machen. Und das ist das, was bisher immer nur fehlt, weil wir debattieren die ganze Zeit immer nur über Autos, aber eben auch das Laden, das, was dahinter steht, das erwarten die Menschen zunehmend, dass es eben genauso einfach ist wie aktuell oder die historische Verbrennermobilität. Also das ist im Prinzip ein Call and Charge. Ja? Also ich rufe am Montagvormittag an, sage, ich brauche auf dem Rastplatz so und so an der A19 Richtung Ostsee eine Ladestation, da ist kein Stromanschluss, gar nichts, und dann könnt ihr am Freitag sozusagen liefern. Genau. Und dann kann es auch gleich in Betrieb genommen werden oder sind dann irgendwelche, wie ist das eigentlich mit den ganzen, wir haben ja in Deutschland diese ganzen Genehmigungspflichten, emissionsrechtliche Geschichten, Lärmschutz und so weiter und so fort, wie sieht das aus? Also es ist so, dass wir
die ganzen Brandschutz-Sicherheitsthematiken, die sind in dem Gerät selbst schon zertifiziert. Mhm. Das ist gar kein Problem. Das muss auch nicht vor Ort nochmal bestätigt werden. Das Einzige, was man eben vor Ort machen muss, ist dann noch eine Lärmschutzmessung. Aber da ist es so, dass Deutschland sehr gut kartografiert ist. Das heißt, wir können im Endeffekt im Vorfeld auch schon sagen, ob das passt oder nicht. Denn wir haben, also die Station ist recht leise. Wir haben jetzt, gerade sind wir bei 58 dB, aber wir kommen noch unter 55. Das heißt, wir sind halt einfach auch damit in jedem Wohngebiet, kann man uns aufstellen und so dann eben einen Schnellladepunkt ermöglichen. Mhm. Schnellladepunkte ist ja nicht nur ein Fakt, der immer mehr für die Städte und für die Innenstädte interessant ist, sondern natürlich auch für die Autobahn. Und da gibt es ja genug Raststätten, genau, wo man sowas dann, denke ich, ganz schnell hinstellen kann. Ne? Nicht nur Raststätten. Ich meine, wir können auch über Parkplätze reden. Ja. Also ich meine, es ist eben so, wir brauchen nicht mehr die Notwendigkeit, dass da sowieso schon ein Häuschen ist, was eben einen Stromnetzanschluss hat, sondern bei uns ist es eben auch möglich, Parkplätze zu elektrifizieren. Und dadurch, dass wir hohe Ladeleistungen bieten, sind auch die Verweilzeiten nicht mehr Stunden, sondern wir reden halt hier über eine halbe Stunde und dann bin ich einfach wieder bereit, die nächsten 300, 400 Kilometer zu fahren. Also ich finde es eine absolut faszinierende Idee, weil es, glaube ich, einfach so dieses ganze Mindset Elektromobilität ein bisschen vergrößert. Ja? Also man muss nicht warten, Kabelanschlüsse und so weiter und so fort, sondern stellt das hin. Jetzt ist natürlich so ein bisschen der Punkt, der immer wieder kommt. Ich meine, es ist ja schon echt super, super viel über euch berichtet worden. Ja. Im Gegenteil, es ist nicht abwertend, sondern eher super positiv gemeint. Ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es gut. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie ist es jetzt wirklich so emissionstechnisch? Also ein Elektroauto an einem Generator zu laden, ist für viele irgendwie immer noch ein Problem. Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr mal so eine Art Ökobilanz gemacht, CO2 pro Kilometer, wenn man mit eurem System lädt oder sowas in der Richtung? Genau, also wir arbeiten erstens mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde zusammen, um eben auch die Station nicht nur in der Stromproduktion, sondern eben auch in der gesamten Lieferkette CO2-neutral zu bekommen. Und das ist auch unser ausgesprochenes Ziel. Ja, heutzutage können wir sagen, also das Interessante oder das Entscheidende ist ja eigentlich immer der eingesetzte Kraftstoff oder Energieträger. Das ist ja schon bei der Stromerzeugung so. Also wenn ich im Prinzip Strom entweder aus Kohle mache oder aus Gas oder eben aus Wind, es ist eine ganz andere Geschichte, oder eben aus Wasserstoff, sind einfach die Energieträger ist entscheidend dafür, wie meine Ökobilanz ist. Wir setzen deswegen einfach nur nachhaltige Energieträger ein. Es ist so, dass wir eben ab nächstem Jahr auch nur noch Methanol-Stationen ausliefern, die somit CO2-neutralen Strom vor Ort erzeugen. Und da ist jede Kilowattstunde, die da vorne rauskommt, CO2-neutral. In der Lieferkette sind wir noch nicht ganz so weit, weil es einfach da noch viele Stellen gibt, wo man bisher nur auf konventionelle oder historische Verbrenner zurückgreifen kann. Aber wir arbeiten daran, dass eben auch diese Teil der Transport und so weiter zukünftig elektrisch passiert und so eben CO2-neutral passieren kann, den kompensieren wir aktuell noch oder müssen wir aktuell noch kompensieren. Kannst du vielleicht nochmal für die Zuschauer ganz kurz sagen, Methanol, was das für eine Art Kraftstoff ist und wo der herkommt, ganz kurz? Genau, also Methanol ist der einfachste Kohlenwasserstoff, wird entweder erzeugt aus Abfallstoffen, das heißt Plastikmüll, den ich vergasen kann und dann zum Methanol machen, oder alternativ eben aus Power-to-Liquid-Verfahren mit dem entscheidenden Unterschied, dass ich mehr als die doppelte Effizienz habe im Vergleich zu irgendwelchen synthetischen Benzinen oder Diesel, weil ich das viel früher in der Kette einsetze. Und so habe ich eben, ja, gibt es große Projekte heute, die zum Beispiel in der Nordsee Windfarmen an alte Ölplattformen anschließen und Methanol machen. Ich habe große Methanolsynthesen in Holland aus Plastikmüll, hier in Brandenburg oder in Sachsen gibt es eben Projekte, die das aus irgendwelchen Reststoffen von Agrarbiomasse machen, Gülle und so weiter. Oder eben auch in Skandinavien habe ich eben ganz oft Reste von der Papierindustrie, die sonst verbrannt würden. Okay, und im Moment arbeitet ihr mit Ethanol? Ethanol ist eben gerade noch im Prinzip die Übergangstechnologie. Das ist aber was wir jetzt bis zum Marktstart im nächsten Jahr dann eben auch ändern. Okay. Alex, wie gesagt, das Thema ME Energy, eure Ladestation, ist nicht neu. Ich selber bin vor vielen, vielen Monaten darauf schon mal aufmerksam gemacht worden und habe es mit hohem Interesse gelesen. Ihr habt den Innovationspreis bekommen, ihr habt die ersten eine oder zwei Stationen schon draußen im Feld. Sag uns einfach mal, was sind jetzt so die nächsten Schritte, die ihr innerhalb der nächsten 12, 24 Monate vorhabt? Wo wollt ihr da sein? Was habt ihr vor? Also in 12 Monaten möchten wir die ersten 20 Stationen eben in Deutschland ausgeliefert haben und betriebsbereit haben, dass sie eben auch ihren Nutzen oder das wirkliche die Vision von uns ermöglichen, dass wir eben dieses Schnellladen Beyond the Grid haben. Und das ist so der nächste große Meilenstein, dass man sagt, okay, es ist eben nicht nur so wie gerade ein Erprobungssystem, ein Pilotsystem, sondern es ist ein Seriensystem, was wir dann eben nicht nur in Zukunft nicht nur 20 Mal, sondern 1000 Mal bauen können. Und deswegen sagen wir in 12 Monaten 20 Systeme, aber in 24 Monaten reden wir schon von 150 Systemen, die dann einfach
deutschlandweit die Elektromobilität voranbringen. Und jetzt mal ernsthaft gesagt, habt ihr Nachfrage nach dem System? Fast zu viel. Okay, das war gut. Ja. Also das ist ein Luxusproblem, was wir gerade haben, dass wirklich sehr, sehr viele Anfragen gibt. Und das zeigt ja eben auch, dass das Problem ein sehr, sehr reales ist und dass wir das nicht nur vielleicht in dieser engen Gemeinschaft der Enthusiasten haben, sondern dass wir das eben auch deutschlandweit haben, weil immer mehr auch gerade Unternehmen stellen um und die wissen einfach nicht, wie sie dorthin kommen. Man hat eben die Notwendigkeit des Schnellladens auch sukzessive in Flotten und zunehmend in Flotten. Man hat Quoten, die man erfüllen muss. Und da braucht es einfach neue, unkonventionelle Lösungen, denn unsere großen Energiekonzerne sind einfach nicht dafür gewappnet, dass wir in Deutschland Elektromobilität haben. Also ihr springt mit eurer Lösung eigentlich in so eine Lücke, ne? Also ja. Das finde ich finde das irgendwie total cool. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Alex, was willst du unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Gibt es irgendetwas, was ich dich noch nicht gefragt habe oder was du uns noch mit auf den Weg geben willst? Was ich eben noch mit auf den Weg geben oder was gerade sind wir sind alle Enthusiasten. Ja. Wir sind recht früh in diesen Bereich eingestiegen, obwohl es vielleicht noch nicht so praktisch ist oder vielleicht noch nicht so wirtschaftlich ist, wie wir das uns alle erhoffen und wie das auch in den nächsten Jahren der Fall sein wird. Und man nicht weiß, was kommt. Und man nicht weiß, genau. Kommt, ganz klar. Aber was ich, also erstens mal vielen Dank an alle, die eben so früh mit eingestiegen sind, ohne die wäre dieser Aufschwung gerade gar nicht möglich. Gleichwohl möchte ich einfach sagen, dass es braucht halt irgendwie, also wo wir eben ansetzen, wir sagen, es muss massentauglich sein, auch in dem Sinn, dass es wirtschaftlich wird. Das heißt, es muss sich auch einfach mal rechnen für den Betreiber von Ladestationen, eben solch eine Schnellladestation zu betreiben. Andernfalls haben wir eben nicht diese flächendeckende Verbreitung. Daher ist es halt, also da der Mobilitätsmarkt ein sehr, sehr politischer ist, geht es eigentlich darum, dass wir alle gemeinsam laut genug sind, dass wir eben auch dort gehört werden, wo diese politischen Entscheidungen getroffen werden und eben maßgeblich diesen wirtschaftlichen Rahmen festlegen. Denn ob Benzin oder Diesel, welchen Preis sie haben, legt heute die Politik fest. Welchen Preis der Strom an der Stromtankstelle hat und wo eine Stromtankstelle entsteht oder eine Ladesäule, das legt auch die Politik fest. Und deswegen ist es an uns, gemeinsam da laut zu sein und gemeinsam solche Lösungen, wie wir sie auch eben haben, voranzutreiben und in den Markt zu bringen. Vor allem, wenn man auch an, ich sag jetzt mal so, und das ist auch nicht abwertend gemeint, an so einer Station, die sich viele vielleicht so gar nicht vorstellen können, weil sie eben nicht an irgendeinem Stromkabel hängt, trotzdem CO2-neutral laden zu können und entsprechend mobil sein zu können. Und das ist einfach so die Message, die wir auch mit diesem Video rübergeben wollen. Ein bisschen weniger dogmatisch, ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen engstirnig, aber ein bisschen den Mind ein bisschen öffnen und sagen so, hey, eine Ladestation, die kann auch super cool und umweltfreundlich und klimanachhaltig sein, wenn man eben zum Beispiel wie hier eben entsprechenden Biokraftstoff verbrennt und daraus Strom erzeugt. Alex, ganz herzlichen Dank, dass wir bei dir sein durften, dass ihr uns einen Einblick geben konntet. Ihr habt ein bisschen was von den Produktionshallen gesehen und ich hoffe, es war interessant für euch. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Bitte schreibt es unter das Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie immer, die Bitte, abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert die Glocke. Dann seid ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. In dem Sinne, tschüss aus Wildau. Tschüss Alex, schönen Dank. Tschüss Julian, alles herzlichen Gute. Dank euch. Ciao, ciao. Tschüss.